Hallo, liebe Sternzeichen Steinbock, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den August ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen jetzt auch direkt an, deine Karten zu mischen und ich stelle die Frage: Was erwartet dich in der Liebe im August, liebe Sternzeichen Steinbock? Wer oder was kommt da auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im August ab? Was ereignet sich da? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe diesen kommenden Monat, liebes Sternzeichen Steinbock? Was solltest du zur Liebe im August wissen? Wir legen wie immer zuerst die The Muse Tarot Karten und erklären diese dann jeweils nochmal genauer mit den Tattoo Tarot Karten. Zum Schluss gibt es ein paar Tier-Orakel Karten und ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Und alle Decks, die ich verwende hier in dieser Legung, findest du unten in der Infobox verlinkt. Dort findest du auch Links zu meinem Online-Shop, wo du eine persönliche Legung buchen kannst, wenn du es möchtest. Und einen Link zu meinem Instagram-Profil. Wir haben hier die 4 der Stimmen, die 5 der Stimmen und die Muse der Materialien. Eine Karte hätte ich gerne noch für dich aus diesem Deck. Bevor wir uns das Ganze im Detail ansehen. Mit der Muse der Materialien haben wir hier auf jeden Fall schon mal aus dem klassischen Tarot den König der Münzen. Das heißt, manche könnten es hier mit einem weiteren Erdsternzeichen zu tun haben, Jungfrau, Stier oder Steinbock, wenn es nicht gerade deine eigene Energie ist. Aber wir starten mit der Erklärung der 4 der Stimmen. Hier zum Schluss kamen noch die 3 der Inspiration raus. Wofür steht die 4 der Stimmen bei dir in der Liebe, liebes Sternzeichen Steinbock? Was kann dir die 4 der Stimmen zur Liebe verraten? Was erwartet dich hier Anfang August in der Liebe? Beziehungsweise, welche Nachrichten kommen hier vielleicht noch zu deiner Vergangenheit in der Liebe raus, wenn das irgendwie relevant für deine Legung ist? Zur 4 der Stimmen haben wir die Stärke-Karte. Sternzeichen Löwe könnte für manche relevant sein. Genauso Sternzeichen Wassermann, was hier durch die Sternkarte ausgedrückt wird. Und wir haben außerdem noch die 9 der Kelche. Ich sehe, dass einige hier momentan sich vielleicht so ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren oder das in der letzten Zeit gemacht haben, dass einige vielleicht so ein bisschen an ihrem Selbstwert, an ihrem Selbstbewusstsein auch gearbeitet haben. Beziehungsweise ich nehme wahr, dass das vielleicht nicht unbedingt was ist, wo du bewusst dran gearbeitet hast. Es kann natürlich für manche sein, dass du irgendwo Affirmationen für dich genutzt hast oder Glaubensmuster durchbrochen hast in der letzten Zeit. Also ganz bewusst hier an deinem Selbstbewusstsein, an deiner Selbstsicherheit gearbeitet hast. Aber für einige nehme ich wahr, dass es ganz natürlich in der letzten Zeit sich in eine positive Richtung entwickelt haben könnte. Also, dass du ganz von selbst dich auf einmal selbstbewusster, selbstsicherer fühlst. Oder vielleicht haben die Umstände dazu beigetragen. Vielleicht hast du mehr positive Aufmerksamkeit von anderen Menschen erhalten, mehr Komplimente, mehr Gesten, die dir gezeigt haben, hey, ich habe es verdient, mich gut zu fühlen. Andere Menschen sehen meinen Wert und ich erkenne ihn auch ganz klar und deutlich. Also was auch immer der Auslöser ist für dieses erhöhte Selbstbewusstsein, aber ich sehe, dass du eine starke Ausstrahlung hast, dass du sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher auf andere Menschen wirkst Anfang August. Und ich glaube, dass sich das einfach so in der letzten Zeit bei dir entwickelt hat. Ich glaube, dass das bei vielen aber nicht immer so war, dass du nicht immer dieses Selbstbewusstsein hattest, was du jetzt hast. Was ich auch sehe, ist, dass einige Anfang August, sage ich mal, eine Phase haben könnten, wo sie sich mehr auf ihre Spiritualität und so weiter konzentrieren. Und du fragst dich jetzt, was hat das mit der Liebe zu tun? Ist ja alles schön und gut, aber ich möchte wissen, was in der Liebe auf mich wartet. Ich glaube, um ehrlich zu sein,
dass viele sich Anfang August auf ja, sich selbst konzentrieren. Und das ist absolut nichts Schlechtes. Das heißt nicht, dass sich im Außen nichts bei dir abspielt. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass es hier Menschen gibt, die dich attraktiv finden, die dich anziehend finden. Aber für mich kommt hier auch so ein bisschen was rüber von, du wirkst vielleicht so selbstsicher, du hast vielleicht so eine tolle Ausstrahlung Anfang August, dass es die eine oder andere Person vielleicht sogar so ein bisschen abschrecken könnte. Ja, wenn dich jemand toll findet, attraktiv findet und dann noch merkt Anfang August, dass du super selbstsicher auftrittst, dass du vielleicht auch Aufmerksamkeit von anderen Menschen erhältst, dann kann es das für diese Person schwerer machen, auf dich zuzugehen und den Kontakt zu dir zu suchen. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn du sehr gut bei deinem Umfeld ankommst Anfang August, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass deshalb Menschen mehr auf dich zugehen oder dass sich dadurch für dich mehr Möglichkeiten eröffnen. Ich glaube, du merkst schon, dass Menschen dich gut finden, aber das heißt nicht unbedingt, dass sich in der Liebe hier mehr für dich weiterentwickelt, zumindest Anfang August. Ja, das ist jetzt erstmal so ungefähr die erste Augustwoche, aber dir scheint es gut zu gehen. Ich sehe jede Menge, ja, Freude daran, spirituell zu wachsen, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe gerade das Wort Coaching wahrgenommen. Kann sein, dass man hier einen Coach oder einen Therapeuten haben oder sich einfach für sich selbst mit persönlicher Weiterentwicklung oder Psychologie oder sowas beschäftigen. Und da einfach großes Wachstum wahrnehmen. Lass uns die 5 der Stimmen ansehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe? Ungefähr in der zweiten Augustwoche, liebe Sternzeichen Steinbock. Wie geht es für dich in der Liebe in der zweiten Augustwoche ungefähr weiter? Und bitte beachte, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm daher nur die Nachrichten für dich mit, die sich gut und richtig anfühlen und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör vor allen Dingen bitte immer auf deine eigene Intuition. Okay, interessant. Zur 5 der Stimmen haben wir. Oh, Hilfe, die Karten. Okay, interessant. Nochmal, zur 5 der Stimmen haben wir die 4 der Schwerter, den Turm, den Ritter der Münzen und den König der Münzen. Das ist aus verschiedenen Gründen interessant. Zum einen haben wir hier mit der 4 der Schwerter dieselbe Karte wie hier mit der 4 der Stimmen, bloß aus einem anderen Deck. Das heißt, diese Energie der Pause, der Arbeit an sich selbst, der Selbstliebe, die sehen wir auch hier. Allerdings wird hier diese Pause so ein bisschen beendet. Mit dem Turm sehen wir ein Ende, sehen wir ein Einstürzen der vorherigen Energie quasi. Was nicht bedeutet, dass du danach nicht mehr selbstsicher bist. Aber ich meine, diese Phase, wo du vielleicht für dich selber jede Menge Fortschritt sehen konntest, aber sich in der Liebe nicht unbedingt viel weiterentwickelt hat, die wird hier beendet. Die Pause wird beendet. Und wer kommt auf dich zu? Ein Erdsternzeichen. Ganz starke Erdenergie haben wir hier. Jungfrau Stier Steinbock. Ich denke nicht, dass es nur deine eigene Energie ist. Okay. Wir haben mit dem König der Münzen hier dieselbe Karte wie hier mit der Muse der Materialien, bloß aus einem anderen Deck. Das heißt, wir haben bereits zwei Karten, die doppelt rausgekommen sind, was auch ein gutes Zeichen ist, weil es mir die Energie quasi so ein bisschen bestätigt. Und es kann sein, dass du dieses Erdsternzeichen schon kennst. Für manche ist es vielleicht jemand aus der Vergangenheit. Zum einen, weil dieser Turm auch dafür stehen könnte, dass zwischen euch schon mal irgendwie der Kontakt abgebrochen ist oder so, oder dass es irgendeine Art Konflikt oder Auseinandersetzung oder ein Ende gab. Aber mit der 5 der Stimmen sehe ich hier so ein bisschen das Bedürfnis, etwas wieder gut zu machen, Frieden zu schließen.
Das heißt, vielleicht kommt hier ein Erdsternzeichen auf dich zu und möchte Frieden mit dir schließen, möchte vielleicht die Chance, etwas wieder gut zu machen oder einfach sich mit dir auszusprechen oder so. Für manche kann es auch sein, dass du einfach für dich innerlich hiermit etwas aus der Vergangenheit abschließt, was mit einem Erdsternzeichen zu tun hatte. Und diese Erdenergie muss nicht zwangsweise im Sonnensternzeichen deiner Person durchkommen. Es kann auch sein, dass deine Person im Mond oder im Aszendenten ein Erdsternzeichen hat und dass das hier einfach stark durchkommt. Es kann auch sein, dass diese Person von den Charaktereigenschaften her einfach diese Erdenergie widerspiegelt. Erdsternzeichen sind in der Regel bodenständig, Menschen, auf die du dich verlassen kannst, gerade im Tarot, die Münzpersonen stehen für diese Eigenschaften, stehen für Bodenständigkeit, Vertrauen, Erfolg in der Regel auch, was das Berufsleben oder die Finanzen angeht. Das ist jemand, der in der Regel stabile, sichere, langfristige Dinge mehr schätzt als schnelle Abenteuer, sagen wir es mal so. Das sind in der Liebe vor allen Dingen Personen, die in der Regel auf was Festes, was Langfristiges aus sind und ihrem Partner oder der Partnerin in der Regel ein sehr gutes Gefühl geben können, das Gefühl geben können, sich fallen zu lassen. Okay, so eine Person könnte hier bei dir auftauchen. Für manche, wie gesagt, könnte es jemand aus der Vergangenheit sein. Für manche muss es jetzt, also es muss nicht unbedingt ein Ex sein oder irgendjemand, mit dem du schon mal was hattest. Für manche kann es einfach nur jemand sein, mit dem du so ein bisschen auf dem falschen Fuß gestartet bist oder wo ihr euch anfangs nicht auf diese positive Art und Weise kennengelernt habt. Für manche kann es jemand aus deinem Berufsumfeld sein, der dir hier näher kommt. Das wird nicht mit jedem resonieren. Wie gesagt, nimm nur das für dich mit, was sich irgendwo richtig anfühlt und hör auf deine eigene Intuition. Wer auch immer hier auf dich zukommt, diese Person durchbricht diese Zeit der Pause. Diese Zeit, wo du quasi dich auf dich selbst fokussiert hast, was auch gut ist. Aber ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen abgelöst von einer Energie des Fortschritts auch im Außen, in deiner Liebessituation. Okay. Und ich glaube, das ist wichtig. Interessant, was ich gerade wahrgenommen habe. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Aber es ist so, als würdest du dich in einem Prozess befinden. Und den einen Teil davon hast du bereits geschafft oder den schließt du hier Anfang August ab. Das ist der Teil, wo es um eben Selbstliebe, Selbstbewusstsein geht, um ja diese spirituelle und persönliche Weiterentwicklung. Zufrieden zu sein, auch als Single oder auch wenn es in deiner Liebessituation wenig Fortschritt gibt, trotzdem dieses Glück zu spüren, trotzdem das Leben und sich selbst zu lieben und sich selber diese Liebe zu schenken, die man sich vielleicht von anderen Menschen vorher erhofft hat. Das ist dieser erste Teil des Prozesses, in dem du so ein bisschen steckst und den schließt du jetzt quasi ab. Aber der zweite Teil dieses Prozesses bedeutet, dass du das, was du hier gelernt hast und das, was du hier fühlst, ins Außen transportieren sollst, anwenden sollst im Zusammenhang mit einer anderen Person in der Liebe. Es ist immer leicht, dazu zu lernen und zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, wenn man alleine ist. Aber erst wenn man sich mit anderen Menschen auseinandersetzt, gerade in der Liebe, wo es viel um Emotionen geht, merkt man, wie sehr man wirklich gewachsen ist und ob man sich wirklich in Situationen anders verhalten kann, ob man wirklich, sag ich mal, Ruhe bewahren kann, wo man in der Vergangenheit ausgetickt wäre,
ob man wirklich vielleicht auch hier, sage ich mal, andere Menschen anzieht, ob man bereit ist, Grenzen zu setzen, wenn man das vorher nicht so gut konnte oder was auch immer es ist, was du hier jetzt gelernt hast. Manchmal muss man das, was man gelernt hat, erst beweisen, so ein bisschen. Das muss man in die Tat umsetzen können. Und das ist dieser zweite Teil des Prozesses, in dem du dich befindest. Und ich glaube, du begibst dich in diesen zweiten Teil ungefähr in der zweiten Augustwoche, wenn hier jemand wirklich auf dich zukommt. Und hier hast du die Möglichkeit, einfach zu zeigen, ja, ich habe dazu gelernt, ich bin gewachsen und ich kann das anwenden, was ich gelernt habe. Lass uns die Muse der Materialien ansehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe im August, liebe Sternzeichen Steinbock? Zur Muse der Materialien haben wir die Sechs der Schwerter. Und ein paar weitere Karten hätte ich gerne noch für dich. Da haben wir den Magier. Die vier der Münzen. Ja, ich sehe wirklich, dass du hier herausgefordert wirst. Das heißt jetzt nicht, dass deine Liebessituation super chaotisch oder dramatisch wird oder so. Aber es gibt einen Punkt, wo du so ein bisschen über dich hinauswachsen sollst. Aber dadurch werden quasi neue, wie soll ich das sagen, neue Kräfte entfesselt oder hier nochmal gestärkt. Ich sehe einen Punkt, wo du aus deiner Komfortzone herauskommen sollst. Und es hat etwas mit diesem Erdsternzeichen zu tun, mit dieser Person, die Erdenergie ausstrahlt oder wer auch immer es ist. Du sollst dich hier anders verhalten, als du dich in der Vergangenheit verhalten hast oder verhalten hättest in einer ähnlichen Situation. Und das kannst du jetzt tun, weil du dazu gelernt hast in dieser ersten Phase des Prozesses. Okay. Ich sehe, dass du vom Universum, von Gott so ein bisschen herausgefordert wirst, aber liebevoll herausgefordert wirst, weil wenn du diese Art Prüfung oder Aufgabe bestehst quasi, dann wirst du super stolz auf dich sein können und wissen, dass dich dieselben Herausforderungen oder Muster oder was auch immer in der Vergangenheit dir hier schwer gefallen ist, das wird in der Zukunft dich nicht mehr belasten. Du wirst zum Beispiel hier es nicht mehr mit, sag ich mal, toxischen Menschen zu tun haben, wenn das so ein bisschen das Ding war, was in der Vergangenheit dir Schwierigkeiten bereitet hat. Dich von solchen Menschen zu distanzieren. Oder mal angenommen, es ist dir schwer gefallen, anderen Menschen Grenzen aufzuzeigen und du hast immer zu viel gegeben in vergangenen Beziehungen oder Liebessituationen. Dann schaffst du es hier, Grenzen aufzuzeigen oder du erhältst die Möglichkeit, hier Grenzen aufzuzeigen, diesmal anders zu verhalten, weil du hast es ja gelernt. Und wenn du das machst, wirst du super stolz auf dich sein können, weil du zum einen merkst, es fällt mir vielleicht jetzt leichter, Grenzen aufzusetzen, weil du merkst, die andere Person reagiert vielleicht auch positiver darauf, als ich gedacht hätte. Ich werde vielleicht sogar noch unterstützt dabei, diese Grenzen aufzusetzen. Ja, und wie gesagt, es geht nicht für jeden hier um Grenzen. Für manche geht es auch darum, hier zum Beispiel sich unangenehmen Situationen zu stellen, anstatt davon zu rennen. Für manche geht es hier darum, ihre Gefühle so ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben, als sie es in der Vergangenheit hatten.
Für manche geht es hier darum, sich selber und anderen gegenüber ehrlich zu sein, was auch immer es ist. Aber ich sehe, dass du die Möglichkeit erhältst, dich hier zu beweisen, dieser Person gegenüber, und etwas anders zu machen. Und darauf wirst du im Nachhinein stolz sein. Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, deine Person wird dir da entgegenkommen und sagen, hey, danke, dass du so offen und ehrlich mit mir warst. Oder danke, dass du diese Grenze aufgezeigt hast, weil jetzt weiß ich, was dir wichtig ist. Oder was auch immer es ist. Ich glaube, dass du belohnt wirst, dass du dich danach nur noch stärker fühlen wirst. Und wie gesagt, es muss keine super dramatische Situation sein. Ich habe das Gefühl, in deinem Kopf ist diese Situation viel größer, als sie tatsächlich ist. In deinem Kopf ist es vielleicht eine riesige Herausforderung, eine gewisse Überwindung auch, die damit einhergeht. Aber im Außen ist das jetzt keine dramatische Situation. Ich wüsste nicht, warum du dieser Person danach nicht noch weiter näher kommen solltest, wenn du es möchtest. Aber das liegt natürlich komplett bei dir. Du kannst dir entscheiden, inwiefern du das mit dieser Person hier weiterführen möchtest. Aber ich glaube, dass diese Person im August auch so ein bisschen auf dich zukommt, damit du wachsen kannst. Was daraus dann liebesmäßig entsteht, das liegt komplett bei dir. Ich sehe hier auch Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze so ein bisschen durchkommen mit dem Ritter der Stäbe. Also, ich glaube, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dich auf jemanden einzulassen. Aber tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass das hier das Hauptaugenmerk ist im August, sondern ich glaube, das Hauptaugenmerk ist, hier dich eine Herausforderung zu stellen, eine Aufgabe zu erfüllen, mehr oder weniger. Und wenn du das gemacht hast, dann wird alles sowieso so laufen, wie du dir das vorstellst in der Liebe. Du kannst dann frei entscheiden, möchte ich mich auf diese Person hier einlassen, möchte ich mich auf jemand anderes einlassen, möchte ich mir lieber erstmal noch Zeit für mich selber nehmen. Das liegt dann komplett bei dir, aber ich habe das Gefühl, wenn du dich erstmal dieser Herausforderung gestellt hast, wird alles sehr, sehr flüssig laufen. Und das ist es eben hier. Wenn du diese Herausforderung gemeistert hast, werden diese Steine hier neu angeschubst und alles nimmt seinen natürlichen Lauf, so wie du dir das auch vorstellst. Lass uns die drei der Inspiration genauer ansehen. Wofür steht die hier noch bei dir in der Liebe ungefähr Ende August? Und hey, das sieht schön aus. Ich sehe auf jeden Fall Flirty-Energie hier. Mit dem Knaben der Kelche sehe ich absolut, dass jemand den Kontakt zu dir sucht, dir vielleicht eine Nachricht schreibt. Jemand zeigt dir absolut Interesse an dir. Das könnte für manche ein Wassersternzeichen sein, Krebs, Skorpion, Fische. Lass uns das genauer ansehen. Was spielt sich hier Ende August bei dir in der Liebe ab? Liebe Sternzeichen Steinbock. Für manche könnte auch Sternzeichen Widder relevant sein. Ja, definitiv eine neue Möglichkeit in der Liebe. Wenn du das möchtest, dann kannst du dich hier auf jemanden einlassen und herausfinden, ob das in Richtung Beziehung führen kann mit euch beiden. Also ich meine, wir haben den Knaben der Kelche und die Liebenden an einer Spalte. Das steht definitiv für eine, ich sag mal, eine Annäherung zwischen dir und jemandem in der Liebe. Ich glaube, du näherst dich vorher schon jemandem an oder jemand nähert sich dir schon vorher an. Aber ich glaube, im Vordergrund steht hier erstmal, dass du diese Aufgabe bewältigst. Und danach können diese Gefühle auch frei fließen. Danach wirst du spüren, ist das was, worauf ich mich in der Liebe konzentrieren möchte? Oder auf wen möchte ich mich hier konzentrieren? Du wirst dann ganz klar spüren, zu wem du dich hingezogen fühlst. Und vor allen Dingen, dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst Ende August. Ich glaube bloß, dass Mitte August hier erstmal diese Aufgabe wichtiger ist.
Ja, und ich glaube, dass das auch so viel Platz in deinem Kopf irgendwie einnimmt, hier etwas zu machen und anders zu machen, als du es vielleicht vorher gemacht hättest. Und ich glaube, dass du dir darüber viele Gedanken machst, dass du das Ganze im Kopf durchgehst, dass du ja, das erstmal meistern musst, bevor du dich auch hier wirklich, sage ich mal, fallen lassen kannst in der Situation. Ja, vielleicht ist für manche genau das die Herausforderung, dich fallen zu lassen. Vielleicht hattest du damit in der Vergangenheit Schwierigkeiten. Zu vertrauen, loszulassen, dich emotional zu öffnen. Ja, ich kann dir nicht sagen, was deine Herausforderung ist. Ich kann dir bloß sagen, es scheint so, als hättest du in der letzten Zeit in Bezug auf diese Herausforderung bereits eine Menge gelernt. Für dich persönlich. Jetzt im August kannst du das anwenden und umsetzen, dich beweisen, mehr oder weniger. Dazu musst du vielleicht aus deiner Komfortzone herauskommen, einen Moment lang, aber danach wirst du sehr stolz auf dich sein können, weil du hier eine Situation so handelst, wie du sie auch handeln möchtest. Und danach sehe ich tatsächlich, dass du dich locker genug fühlst und dass das Ganze zwischen dir und einer Person hier wirklich schön und auch romantisch werden könnte. Ich glaube, dass du dich Ende August sehr stark zu jemandem hingezogen fühlst. Und hier vielleicht auch jemandem wirklich eine Chance gibst, dich kennenzulernen. Oder andersrum, jemand gibt dir hier vielleicht die Chance, ihn oder sie kennenzulernen. Aber ich sehe definitiv eine starke Anziehung hier zwischen dir und jemandem. Und das wirst du auch merken, dass diese Person Interesse an dir hat. Deshalb für manche kann es definitiv dieselbe Person sein wie dieses Erdsternzeichen, über das wir geredet haben. Für manche kann es auch jemand anderes sein, der für dich nach dieser Herausforderung irgendwie offensichtlich wird. Ja, weil für manche kann diese Herausforderung zum Beispiel auch bedeuten, dass du Grenzen aufsetzt, dass du dich von jemandem löst, wo du merkst, das ist nichts für mich. Ja, das ist hier ganz individuell. Da musst du schauen, wie es für dich resoniert. Wenn deine Herausforderung ist, dich von jemandem zu lösen, von der Vergangenheit zu lösen zum Beispiel, zu vergeben, dann ist das wahrscheinlich jemand anderes, auf den du dich Ende August hier einlassen kannst, auf den du dich Ende August konzentrieren kannst. Aber für einige kann es genauso gut eben hier dieses Erdsternzeichen sein, diese Person sein, der du vertrauen kannst. Für manche ist es vielleicht jemand aus der Vergangenheit. Diese Person scheint starkes Interesse an dir zu haben. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich Ende August hier auch emotional ein bisschen mehr auf die ganze Sache einlassen, weil du eben diese Aufgabe überwältigt hast oder bewältigt hast, besser gesagt. Und du dich dadurch auch viel breiter fühlst, dich jetzt hier drauf einzulassen. Sehr, sehr schön. Wir legen noch ein paar Tier-Orakelkarten für dich dazu. Lass uns schauen, was die dir noch mitgeben können, liebe Sternzeichen Steinbock. Was solltest du noch zur Liebe im August wissen? Da haben wir die Antilope. Life is speeding up. Das Leben wird schneller. Ja, ich glaube, im August dürften sich die Dinge recht schnell weiterentwickeln. Und glaub mir, diese Herausforderung hast du auch schneller überstanden, als du denkst. Wenn du deinen Mut zusammennimmst, ist das eine Sache, die ziemlich schnell geklärt sein kann. Und danach kann es auch sehr schnell in eine sehr romantische Richtung laufen, hier wie es aussieht. Mit den Ameisen haben wir hier noch Time to collaborate. Es ist Zeit zusammenzuarbeiten. Ja. Wie gesagt, das ist dieser zweite Abschnitt deines Prozesses, in dem du dich befindest. Den kannst du nicht alleine bewältigen. Hier musst du dich anderen Menschen öffnen und den Aufgaben öffnen, die da vielleicht auf dich zukommen. Aber gemeinsam könnt ihr diese Puzzleteile zusammenfügen, sodass der Prozess abgeschlossen werden kann und du danach wirklich dich einfach nur auf diese schönen Gefühle, auf diese Anziehung, auf die schönen Momente gemeinsam konzentrieren kannst. Ich hätte gerne noch zwei weitere Tier-Orakelkarten
für das liebe Sternzeichen Steinbock. Und da haben wir zum einen den Grashüpfer. Take a leap of faith, mach einen Sprung in die richtige Richtung, sei mutig, trau dich was. Ja, wie gesagt, diese Aufgabe könnte für manche eine kleine Herausforderung sein, aber ja, wenn es keine Herausforderung wäre, dann wäre es halt keine Herausforderung. Also ich glaube, dass du gerade deshalb hier draus lernen kannst, weil es eben eine herausfordernde Situation ist. Aber wenn du diesen Mut zusammennimmst, wenn du dich hier was traust, wirst du danach sehr stolz auf dich sein können, wirst du dieses Selbstbewusstsein, was du jetzt in der letzten Zeit schon etabliert hast, so weit festigen können, dass es sich eben auch in deinen Beziehungen zeigt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht auch in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit Vertrauen, mit Eifersucht und so weiter hatten. Manche haben hier vielleicht auch in der Vergangenheit eher Menschen angezogen, denen du tatsächlich auch nicht wirklich vertrauen konntest. Und hier im August ist es an der Zeit, dieses Muster zu durchbrechen. Das heißt, wenn du merkst, ich kann meinem Partner tatsächlich nicht vertrauen oder dieser Person, die ich kennenlerne, die mir näher kommt im August, tatsächlich nicht vertrauen, weil das jemand ist, der sich merkwürdig verhält einfach, widersprüchlich verhält oder mir Grund zur Sorge gibt, dann muss ich mich von dieser Person lösen. Oder du erkennst, dass dein Misstrauen vielleicht nicht gerechtfertigt ist und musst hier die bewusste Entscheidung treffen, zu vertrauen, an diese Person, an eure Verbindung zu glauben und dich einzulassen und dich emotional zu öffnen. Auch wenn es natürlich jederzeit sein kann, dass jemand dein Vertrauen missbraucht. Aber wenn du wirklich hier an dich, an eure Beziehung, an diese Person glaubst, dann wird das nicht passieren. Okay. Dann haben wir hier mit dem Bären noch Take Time Out. Ja, ich finde das recht schön, dass die Karte hier rauskommt. Zum einen spiegelt das sehr gut diese Energie aus der ersten Spalte wieder, wo du wirklich dich auf dich selbst konzentrierst oder konzentriert hast. Und die Sache ist die, wenn du diese Herausforderung gemeistert hast, kannst du dich theoretisch auch weiterhin wieder auf dich selber konzentrieren, kannst du auch weiterhin diesen Fortschritt für dich selber weiterhin verfolgen. Und ich glaube, dass einige das auch tun werden, aber ich kann mir vorstellen, dass einige sich entscheiden dazu, nebenbei halt sich trotzdem auf jemanden einzulassen, weil es sich einfach gut und richtig anfühlt und weil das eben dieser persönlichen Weiterentwicklung nicht im Weg stehen muss. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig für dich, diese Herausforderung zu meistern im August, im Zusammenhang mit dieser Person, diesem Erdsternzeichen oder wem auch immer. Ich glaube, um ehrlich zu sein, auch, dass du dem nicht so richtig aus dem Weg gehen kannst. Ich meine, du kannst dich natürlich auch entscheiden, dich genauso zu verhalten, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast. Und dann wirst du vielleicht irgendwann dich nochmal derselben Herausforderung gegenüber sehen. Aber ich glaube, diese Herausforderung wird auf dich zukommen im August, so oder so. Wenn du das aber erstmal gemacht hast, kannst du danach den Weg gehen, der sich für dich richtig anfühlt, kannst du dich auf dich selbst konzentrieren, kannst du dich auf dieses Erdsternzeichen konzentrieren, kannst du dich auf jemand anderes konzentrieren, wie du möchtest. Du hast da dann diese komplette Freiheit und kannst einfach deinem Gefühl folgen. Und ich glaube aber, für viele wird dieses Gefühl auch sagen, okay, ich möchte mich auf jemanden einlassen, weil ich hier besonders Ende August spüre, dass da eine starke Anziehung da ist. Okay, wir legen jetzt noch ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Lass uns schauen, was für dich rauskommt. Oh, zwei Schmetterlinge. Wie schön. Ja, zwei Schmetterlinge, zwei Menschen, die sich transformieren. Denn Schmetterlinge stehen für Transformation, für Veränderung, für Entfaltung. Du entfaltest dich hier, du veränderst dich hier. Aber was ich auch sagen möchte, gerade wenn es sich hier um jemanden aus deiner Vergangenheit vielleicht handelt, der hier auf dich zukommt. Es kann sein, dass diese Person sich genauso verändert hat oder dabei ist, sich zu verändern.
Deshalb versuch offen zu sein für diese Person, so wie sie sich dir im August präsentiert, und nicht zu schnell zu urteilen oder Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es hier jemand anderen gibt, der genauso wie du sich weiterentwickelt hat oder dabei ist, sich ja zu entfalten, zu wachsen. Ich lege doch noch mal ein, zwei kleine Anhängerchen dazu. Oh, eine Sonne, wie schön. Im Tarot steht die Sonne für Glück, für Freude, für eine schöne Zeit, für eine sonnige Zeit. Manche fliegen vielleicht in den Urlaub, ans Meer oder sowas. Das kommt hier gerade so ein bisschen durch. Oder haben einfach hier eine schöne Zeit im Sommer noch. Ja, ich glaube, dass der August für dich eine wirklich schöne Zeit auch werden kann. Ja, du hast ja diese kleine Herausforderung, aber alles andere scheint sehr harmonisch und angenehm zu sein für dich im August, sodass du dich eben auch hier auf das konzentrieren kannst, was da so abgeht. Okay, wir haben ja außerdem noch ein Seepferdchen. Das ist ein monogames Tier, wenn ich mich nicht täusche, was sich auch einen Partner fürs Leben sucht. Und dementsprechend kann das etwas sein, was hier auf dich zukommt. Eine langfristige Partnerschaft, wenn du das möchtest. Und für viele sehe ich das eben als was sehr Wahrscheinliches, was sich da ab Ende August anbahnen könnte. Ja, es wird sich dann vielleicht erst im September so richtig entfalten. Aber ich sehe hier definitiv, dass du eine starke Anziehung zu jemandem spürst Ende August. Und ich glaube tatsächlich, dass für die meisten diese Anziehung auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Also, das war deine Legung, liebe Sternzeichen Steinbock. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat und du was daraus für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du heute noch einen schönen Resttag hast und wünsche dir einen richtig tollen August. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diesem Video ein Like da lässt und beim nächsten Mal wieder dabei bist.